Ach so, ja, warum überhaupt die Piñata? So, heute bereite ich meine Piñatas vor für den Besuch der Startups nächste Woche. Denn jedes Startup, was ich besuche, bekommt von mir eine Piñata mit ganz viel Geld. Und zwar 50.000 Euro. Süßigkeiten gibt es auch. Oh. Bonbon für das Startup. Und warum ein Einhorn? Denn jedes Startup, was ein Milliardenunternehmen ist, wird Einhorn genannt, falls es noch keiner weiß. Und wer Piñatas nicht kennt, oh, Piñatas müssen immer geschlagen werden, damit man das bekommt, was unten rausfällt. Zerschlägt, damit das rauskommt, was man drinnen reingemacht hat. Und natürlich mit der Maske. Ihr habt es vielleicht schon letzte Woche beim Volker gesehen, von dem Startup 3DK Berlin, die das, die erste Piñata bekommen haben. So. Funktioniert das nämlich. Ach ja, heute Morgen habe ich eine traurige Nachricht auf gründerszene.de gelesen. Vielleicht kennt ihr den E-Ball-Gründer, der dieses Hoverboard gebaut hat mit dem Ball in der Mitte. Und die haben letztes Jahr eigentlich eine Funding-Runde mit den Höhle der Löwen-Investoren gehabt. Doch die ist jetzt nicht zustande gekommen, weil es wahrscheinlich das ein Patent drauf ist auf dem E-Ball. Und zwar gibt es Segway, die kennt er wahrscheinlich, das amerikanische Unternehmen. Und noch ein anderes Unternehmen, was die Patente hat. Und deswegen wird es vielleicht diesen E-Ball niemals geben. Dabei wollte ich den auch unbedingt haben. Alle Investoren aus der Höhle der Löwen investieren wollten. Und jetzt kommt das Ding wahrscheinlich gar nicht auf den Markt. Der Gründer sagt selbst, er macht weiter. Das Startup existiert. Sie sind wieder ein normales Startup ohne Investoren. Ich wünsche jedenfalls für den E-Ball alles Gute. Und natürlich für den verrückten Professor, dass das weitergeht. Und dass der Sohn ganz bald wirklich draußen auf der Straße mal mit sowas fahren kann. Okay, wir packen die Piñata ein. Ach so, ja, warum überhaupt die Piñata? Susanne, du kannst doch Spanisch. Ja, ja. Das kommt doch aus Spanien. Mexiko, ja. Aus Mexiko. Übersetzt mir das doch mal. Warum macht man das, Piñatas zu Festen? Google, warum schlägt man Piñatas? Wikipedia. Die Piñatas sind bunt gestaltete Figuren, heutzutage aus Pappmaché, früher aus mit Krepppapier umwickelten Tontöpfen, die bei Kindergeburtstagsfeiern mit Süßigkeiten, traditionell jedoch mit Früchten, Mandarinen, Zuckerrohren. Ähnlich wie bei einem Spiel Topf schlagen Kinder, deren Augen verbunden sind, abwechselnd mit einem Stock den Piñata Buster. Würde ich sagen. Hängt dabei an einem Seil und dann geht's weiter und so, ja genau. Geschichte. Ursprünglich kommt die Piñata aus China, wo sie Marco Polo zum ersten Mal gesehen haben wollte. Die Form einer Kuh. Begrüßte man mit ihr das neue Jahr. Das ist natürlich auch eine super Idee. Wir verbrennen den ganzen Kack danach und sammeln die Asche als Glücksbringer. Tun sie ein Jahr aufbewahren. Das Startup muss das Ding verbrennen und die Asche aufbewahren. Dann wird es wirklich vielleicht zu einem Einhorn. Geile Idee. Ja, das war die Geschichte. Tschüss. Übrigens, bis zu 900 Gramm darf man da reinfüllen. Steht jedenfalls drauf. Gummibärchen. Geld. Das ist Geld überhaupt da rein. It was unbelievably painful. Unbelievably painful. Ach so, natürlich. Wenn du ein Startup bist, dann melde dich doch, ja? Schreib's unten in die Kommentare und ich komme vorbei. Cool. Tschö.